Wir schauen uns heute mal WIG Wurzelschweißen und WIG Hefter setzen in der Fernwärme im Fernwärmerottungsbau an. Ich empfehle ja grundsätzlich mit mehr Schweißluft zu arbeiten. Ich verwende im Allgemeinen 3,5 bis 5 mm Schweißluft in der Fernwärme. Das Material ist nicht besonders starkwandig. Von daher, Sicherheit geht vor im Wurzelaufbau beim Wurzelschweißen und Heften. Längere Hefter setzen, wie ihr es hier seht, ist angebracht. Warum? Längere Hefter bieten Sicherheit, wenn die Rohre, die Formteile noch ausgerichtet werden müssen in der Vorfertigung, im Kram oder in Zwangssituationen. Anheben, seitlich rücken, pressen, drücken, sonst was. Die kurzen Hefter können reißen, die längeren Hefter bieten Sicherheit. Ihr seht hier auch in diesem Video eine exakte Schweißnahtvorbereitung in der Fernwärme für das WIG-Schweißen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Kollegen, die solche Schweißnahtvorbereitung ausführen, die das können. Da gehört natürlich viel Erfahrung zu und Sicherheit, um solche Schweißnähte vorzubereiten für das WIG-Schweißverfahren. Grundsätzlich empfehle ich euch, auch im Überkopfbereich nicht unbedingt 18 Uhr den Hefter zu setzen, sondern ruhig etwas höher anzufangen, je nachdem, wie er rankommt und vielleicht die Wurzel leicht fallend gestalten müsst. Schweißdraht muss klappern, so wird auch die Schweißwurzel in der Fernwärme exakt und sauber aufgebaut, wenn alles perfekt läuft und die Bedingungen optimal sind, was natürlich nicht immer so ist. Meine Einstellung 97, 90 bis 97 Ampere, 2,4 mm Schweißdraht, 2,4 mm Elektrode, Gaslinse, 15 Liter Argon eingestellt. So ungefähr ist meine Vorgehensweise in der Fernwärme. Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Daumen hoch für eure Abos hier auf dem WIG-Schweißer-Rohrschweißer YouTube-Kanal. Ihr findet weitere Informationen unter dem Video. Teilt die Videos mit euren Freunden, Bekannten und Interessenten. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß als Schweißer, egal wo ihr auch immer tätig seid.